Hi und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Brawl Stars. Wir spielen wieder mal mit Poco Juwelenjagd. Wir gehen einfach rein. Wir wollen direkt ein paar Punkte machen. Beim letzten Mal sind wir nur einmal gestorben. Das wäre ganz cool, wenn wir das wieder hinkriegen würden. Nur einmal sterben und ordentlich Punkte machen. Letztes Mal haben wir 2 Kisten gekriegt. Wäre cool, wenn wir das wieder kriegen würden. Oh, das sieht schon schlecht aus. Direkt am Anfang der Folge einmal gestorben. Uff. Uff, aber die laufen auch zu zweit da rum, ne? Das ist nicht gut. Der läuft halt auch viel zu aggressiv rein. Wo will der denn hin, bitte? Wo will er denn hin? Na, jetzt haben wir mal... Nimm du sie nicht. Du bist nicht gut. Nimm du sie nicht. Oh, man. Alter, wie der da hier einfach alles wegrotzt. Was macht er denn? Ja. Ich habe ein richtig schlechtes Team erwischt heute. Beim Start. Das ist richtig bad. Die rennen halt einfach ohne Sinn und Verstand erstmal rein. Da ist schon wieder beide weg. Wie soll ich denn jetzt noch was reißen alleine? Seid ihr doof? Verrückt? So, jetzt kann einer von euch mal reinrennen. Hilft dir eh nichts. Ja, komm, jetzt müsst ihr pushen. Ah, das können wir doch vergessen. Wo war der dritte? Achso, der war schon tot. Ja, GG. Ja, das war's. Direkt als erstes verloren. Ich sollte die Aufnahme beenden. Sollte die 2 Dudes anschreiben, dass es Versager sind. Und dann sollte ich neu aufnehmen. Harte Worte, ich weiß. Harte Worte, aber... Nee. Also mit solchen Leuten kann man nicht zusammenarbeiten. Okay, neue Runde, neues Glück. Ich würde jetzt sagen, herzlich willkommen, aber das ist Quatsch. Wir haben leider schon eine Runde gespielt und wir haben die Runde verloren. Mit den 2 sieht es besser aus. Mit denen kann man arbeiten, ich sag's euch. Links kommt ein Heiler. Vorsicht. Oh Gott. Ich sehe schon kommen. Und rechts ist jemand, den müssen wir ausschalten. Perfekt. Wir dürfen die nicht so bei uns reinkommen lassen. Das ist nämlich echt brandgefährlich. Ja, du gehst dich da irgendwie, was weiß ich was. Aufpassen. Sieht sehr solide aus. Den heilen wir nochmal voll. Sicherheitshalber. Perfekt. So muss das laufen und nicht anders. So. Haben wir auch den Verdoppler dabei. Die wollen alle nicht. Ne? Ich verstehe es nicht, warum die nicht wollen. Ich würde mir doch so einen Heiler immer safe warm halten, oder? Oh, guck mal, jetzt haben wir einen El Primo und ja, das könnte auch gut sein. El Primo hält was aus, macht ein bisschen für Verwirrung und so weiter. Mag ich. Dieb ich. Bin ich super. Ich hab noch kein Heal-Ding, Was ist mit dir? Das könnte zu viel gewesen sein. Der andere hat sich wieder versteckt. Sowas mag ich nicht. Wie Zacker, dass er sich so versteckt wie so ein kleines Hühnchen. Geht halt gar nicht. Ich heile dich jetzt auch dafür nicht. Toll, jetzt habe ich dich doch geheilt. Ja,
Was ist mit ihm? Lol, er ist AFK. Sein Ernst? Oh Gott, er steht halt AFK rum. Das ist nicht sein Ernst. Jetzt geht er wieder kaputt. Halbe Zeit steht der AFK rum, der Bot. Komm, geh ran. Du musst auch mal was machen. Ja, jetzt gehe ich an den kaputt, weil ihr nichts tut. Alter. Ja, kannst du vergessen. Komm, geh ran. Geh doch ran. Er hat nicht genügend da unten. Geh doch ran. Zacker. Oh, uff. Boah, ey. Oh, solche Leute wie der, ne? Oh, das sollte man direkt irgendwie... Ja, ich sehe es gerade, er ist brandneu wahrscheinlich. Aber es ist halt... Es ist so ärgerlich. Wieso komme ich mit so einem in die Lobby? Mit einem, der so brandneu ist, der nichts auf die Kette kriegt. Du gerade noch nicht mal weißt, wo vorne und hinten ist. Jetzt sind wir mit zwei Heilern und so einem Dude. Oh, das wird schwierig. Ich wollte Trophäen pushen. Mach doch was. Wir dürfen die Mitte nicht verlieren. Nicht zu weit vorpushen, das wäre halt auch schwachsinnig. Was ist mit dir? Ich kann doch nicht heilen, ich kann doch nicht heilen. Jetzt kann ich heilen, perfekt. Push die doch nicht so. Ja, jetzt stirbst du. Lol, die haben den noch nicht mal tot gekriegt. Ah, das war doch mal, das war eine lustige Runde. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es schwerer ist, aber das war eine lustige Runde. Unser Rang steigt die ganze Zeit, aber unsere Dingens nicht, ne? Das ist so bitter. Wir kriegen keine Trophäen, wie man hier sagt. Ich würde ja sagen Ehrenpunkte oder sowas, aber... Naja. Bin mir nicht sicher. Kann es nicht einschätzen, ob das was wird oder nicht. Haben wir schon ganz viel Value rausgeholt. Komm, gehen wir wieder kämpfen. Oh, der wirft halt seine Scheiße irgendwo hin und trifft sogar sehr gut. Verdammt. Aber meine Kollegen sind gut. Die machen es. Die sind nicht schlecht. Du musst ein bisschen aufpassen da oben, ne? Du bist ein bisschen sehr... Uff. Oh no. Jetzt kriegt er alle und wir verlieren. Gott, das ist doch nicht eher im Ernst. Ich hasse das, wenn die Leute so krass vorpushen, ne? Jetzt haben die den auch völlig allein gelassen. Völlig allein gelassen.
haben wir den nochmal ordentlich geheilt. Ich darf ja ruhig sterben. Passt. Puh, das war knapp. Ich hätte eigentlich gerechnet, dass das echt ein bisschen entspannter wird hier. Aber das war knapp. Er geht schon raus. Er war nicht so gut. Kriegen wir schon 2 Punkte? Kriegen wir noch eine Kiste? Ja, perfekt. Dann können wir jetzt wieder aufhören, weil wir 2 Kisten haben. Schauen wir mal, was wir kriegen. 70. El Primo. El Primo ist gut. Dann können wir den gleich aufwerten. Ich mag den Dude. Jesse ist auch ganz okay. So, was kriegen wir noch? 16 ist halt nicht viel. Jesse, ja. Nita. Naja, hat sich nicht so gelohnt. Aber hier, El Primo, Spitze, Beste. Was kriegt er dabei? 18 Schaden dabei. Boah. Und hier 40 Schaden. Pummelhof! Okay, sorry. Perfekt, 1567. Es fehlt ein kleines bisschen noch bis zur nächsten großen Box. Bin ich gespannt, die Season endet in 10 Tagen. Lol. Okay, ich danke fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns demnächst, würde ich sagen, oder? Also, bis dann. Ciao.